Herzlich willkommen auf Michaels Welt. Heute Hilfsmittel zum Klemmbaustein bauen. Fangen wir mal an. Also in meiner Jugend gab es nur Grundsteine. Jetzt andere Farben. Wenn man die aufeinander gebaut hat, die kriegte man auch so wieder auseinander. Das klappte. Ja. Irgendwann kam Plates dazu. Und Fliesen und irgendwelche Technik-Sachen. Und ganz spaßig, könnt ihr das Ding überhaupt sehen, diese fitzeligen Bügelperlen. Ja, und dann kam Blueprix dazu und man brauchte da hinten erstmal einen PC. Das ist eigentlich das wichtigste Hilfsmittel heutzutage. Da sind die Bauanleitungen drauf. So wie es schon immer war, den kennt ihr, den Steinetrenner von Lego. Ja, kann man auch mal was auseinander drücken. Und diese Technikdinger, wenn die da drinnen hängen, ja, kann man auch fein rauskriegen. Und mit diesen Kreuzachsen funktioniert das genauso. So. Also Teiletrenner. Der eine oder andere spottet darüber, von wegen wertvoller Teiletrenner. Ja, er ist wirklich wertvoll. Nee, ich brauche keine 5000 Stück davon, aber einer ist wichtig. Die Kante hier oben, die nutzt ab und zu ab, so ein bisschen mit der Zeit. Das heißt, ab und zu muss man auch mal einen neuen haben. Also einen Teiletrenner braucht man, habe ich. Dann diese Bügelperlen. Eine ganze Zeit lang habe ich mich mit der Pinzette beholfen. Konnte ich schön greifen, reinsetzen, alles war gut. Also eine Pinzette. Manches Mal sitzen Kleinteile auch an einigen Stellen, wo ich mit meinen dicken Wurstfingern wirklich nicht hinkomme. Also eine Pinzette. Ganz wichtiges Ding. Ein Messer. Muss nicht so eins sein, aber ein Messer braucht man schon. Alleine, um den einen oder anderen Karton aufzukriegen. Und speziell später auch klein zu kriegen, damit die nicht ganz so viel Müll wegnehmen. Das hier war ein Bausatz. Das Holz habe ich selber gemacht und habe das zusammengeholt zum Taschenmesser. Also ein Messer sehr zu empfehlen. Allerdings erst ab einem gewissen Alter. Ne? Also kleinere Kinder oder so, nehmt lieber eine Bastelschere. Ein Kugelschreiber ist immer wichtig. Man muss mal auch irgendwas aufschreiben, wo bin ich stehen geblieben und sonstiges an Kugelschreiber. Ja, mache ich das mal so. Nein, ich meine, ich bin bei der Versicherung, aber ein Gliedermaßstab, also Zollstock im Sprachgebrauch, braucht man immer mal eben ausmessen, wie groß ist das Ding, passt das überhaupt dahin, wo ich später hinstellen will. Also ein Gliedermaßstab heißt das Ding, Deutsch. Ja, und dann dieses wunderbare Teil, das war mal irgendwann jetzt neuerdings bei Bluebrix bei und ist immer wieder mal dabei und das ist dafür gedacht, hinten die Bügelperle aufzunehmen und dann kann man sie da reinpacken. Also das Ding ist auch total sinnvoll. Ja, ich kriege es damit nicht raus. Zum Rausnehmen nehme ich dann immer, wenn ich mich mal verbaue, eine Pinzette. Also man braucht das eine oder andere Teil. So. Und nun ist das ja so, es gibt ja auch, früher gab es mal so ein Hilfsmittel mit, von Lego. Wie messe ich wo, wie was ab? Ich habe mir jetzt mal... Das Ding hat eine Unsumme gekostet, 2,95 von der Firma Happy Build und scheinbar bis da Messer. So, das Ding ist eigentlich dafür gedacht, um rauszufinden, wie viele Noppen hat welches Ding. Vorfüllfick. Also man setzt es rauf, tada! Das Ding ist 12 Noppen lang. Juhu! Ich nehme das nächste Ding. Gut, das hätte ich jetzt noch so gesehen, dass das 6 Noppen ist. Aber das Problem ist 16 und 14. Da habe ich echte Probleme. Und damit kann ich das doch schneller hinkriegen. Hier sind noch verschiedene Achsen. Ich habe natürlich einen Vorführeffekt. Man legt rein und würde feststellen, dass das da kommt eine, wäre eine Dreier. Gut, ich habe jetzt sowas Langes nicht. Und das ist für die Technik-Bricks. Und dann hier für diese Eckdinger. Kleines Ding, 2,95. Fand ich nicht, war das schlimm. Habe ich gedacht, kaufe ich mir mal. Und dann gibt es
von Asos. Asos, spricht man das so aus? Asos, so ein Toolset. Das Ding kostet übrigens 11,95 €. Vorführeffekt. Ja, ich komme nicht ran. Dann rupfen wir es eben ganz kaputt. Also, da ist dasselbe Ding in Grau. Ich brauche eigentlich nur eins. Eine Zange, um. Kann ich die greifen damit? Ja, kann man greifen und kriegt die Dinger viel besser raus. Das ist natürlich immer nicht schlecht. Und dann gleichzeitig hier mit diesem Kreuzding würde man die auch rausdrücken können. Klasse. Ja, eine kleine Zange. Die werden wir wohl auch mal eventuell mal benutzen. Ein Teiletrenner. Da muss ich sagen, ohne dass ich das Ding ausprobiert habe, von der Haptik und alles, da werde ich den beim Lego weiter benutzen. Jo, Pinzetten kann man nie genug haben. Diese ist insofern noch schön, weil die flach ist. Das heißt, man müsste da eigentlich mit unterhebeln können. Ausprobieren. Ja. Ich hoffe, das kann man so einigermaßen sehen. Also, weil die so flach ist, kann man zur Not auch unterheben und die Steine abnehmen. Total toll. Die Erwachsenen dürfen zuhören, Kinder eben weghören. 3, 2, 1. Ich mach's mit dem Messer. Und ein Hammer. Den werde ich wohl auch mal ausprobieren. Das bei den, das jetzt, ich habe nur kleine Sachen. Bei den langen Sachen, man muss sehr, sehr viel Kraft aufwenden. Hier kann man das schon mal sehen. Wenn man nur so ein bisschen lieblos drückt, dann entsteht ein Spalt und dann verzieht sich alles. Geht das mit dem Hammer gut? Macht ein Höllenspektakel. Aber wenn ich mal eine Ecke habe, wo ich nicht richtig rankomme, ja, ihr habt recht. Man kann das kräftig mit Fingern zusammendrücken. Aber wenn man eine Ecke habe, wo ich nicht rankomme, Hammer. Kann man auch gebrauchen. Ob man dafür das Geld ausgeben muss, ne, braucht man nicht. Also sinnvoll, das was ich bisher benutzt habe, Teiltrenner, Pinzette, Messer. Einen ganz großen Teil von euch werden mit Sicherheit sagen, nee, das sehe ich auf Eingriff, ist ein 16er, ist ein 14er. Die brauchen es nicht. Die brauchen es wirklich nicht. Ich kann es gebrauchen. Ja, und in diesem Sinne, mal so einen kleinen für zwischendurch auf Michaels Welt.